Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Unboxing meines Partners Aim Controllers. Die haben hier ein richtig schönes, fettes Paket zukommen lassen. Da sind ein paar richtig geile Sachen drin, wie ein neuer Aim Controllers für die PS5, eine Gaming-Tastatur, eine Gaming-Maus und so ein bisschen Schnickschnack. Bis auf den Controller werde ich alles live auf Twitch demnächst verlosen. Wann genau, weiß ich allerdings noch nicht. Also es lohnt auch auf Twitch mal vorbeizuschauen. Dort gibt es ansonsten, wer mich dort nicht kennt, Apex Legends Stuff und so weiter und so fort. Wer sonst Aim Controllers nicht kennt, die machen schöne Pro-Controller. Sehen ungefähr so aus, in allen möglichen Farben und Variationen. Knöpfe hast du nicht gesehen, mit Pedals, mit Triggerstopp und so weiter und so fort. Oder die damals, die PS4-Variante fand ich auch sehr, sehr geil. Ist übrigens alles, wer das nicht weiß, das sind original Sony-Controller, die umgebaut wurden. Nur zur Information, also kein Schrott irgendwie. Zieht euch diesen Pedal-Sound rein für die PS4. Das klingt so geil. Ist auf der PS5-Variante leider nicht mehr so genial. Hört es euch an. Man hört es eigentlich fast kaum. Das ist übrigens mein ganzer Stolz. Damals gewesen, die Cyberpunk-Edition, weltweit auf 20 Stück limitiert. Aber soweit ich von einem Abonnenten bestätigt bekommen habe, kann man auf Anfrage bei Aim Controllers sagen, hier, ich möchte die Cyberpunk-Edition und dann sollt ihr die wohl angeblich bekommen. Ich habe selber nicht getestet, ich habe den so bekommen. Also wer darauf Bock hat und hat das schon mal getestet, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das tatsächlich immer noch so ist. Ich weiß es aktuell nicht. Kleiner Hinweis von mir, warum ich denke, dass ihr, falls ihr schon lange überlegt, euch so einen Controller zuzulegen, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist. Das soll jetzt keine Hardcore-Pervers-Werbung dafür sein, bestellt, bestellt, bestellt. Auf was ich hinaus will. Diese Controller haben ein neues Feature und das wollte ich euch vorab, habe ich es ein bisschen getestet auf der M-Controller-Seite. Die haben ein neues Feature und ich wollte euch zeigen, wie man das Feature da reinmacht oder wo ihr das findet und wo ihr den Creator-Code Casper10 eintragt. Und da ist mir aufgefallen, dass mein Rabatt deutlich höher ist, als er eigentlich sollte. Und mein Rabatt wird immer dem von Aim Controllers angepasst. 50 Euro mindestens und manchmal haut Aim Controllers eine eigene Aktion raus. Da sind mal 60 oder mal 70 Euro drin. Und dann wird mein Creator Code immer angepasst. Ihr kriegt also immer den höchsten Rabatt und unterstützt mich damit logischerweise. Aktuell steht mein Rabatt immer noch auf 80 Euro und ich weiß nicht warum. Und Aim Controllers fährt gerade selber eine Winteraktion mit 50 Euro und meiner steht noch auf 80. Ich weiß nicht warum. Es könnte sich also deswegen eventuell lohnen, das einfach zu versuchen, den Rabattcode da reinzuballern. Und ihr bekommt vielleicht tatsächlich die 80 Euro. Ich zeige es euch gleich noch. Wir haben Stand heute den 29.01.2022, damit ihr wisst, wie lange das vielleicht schon so sein könnte. Diese 80 Euro Rabattaktion ist schon ein paar Monate her. Deswegen gehe ich davon aus, dass die einfach nur vergessen haben, das zurückzusetzen. Warum auch immer, das möchte ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen. Ich zeige euch kurz auf der Webseite das neue Feature, wo ihr den Rabattcode eingebt. Und dann machen wir das Unboxing und dann bin ich auf eure Meinung gespannt. So, hier möchte ich euch ganz kurz auf der Aim Controllers Seite zeigen, dass Aim Controllers ihre eigene Rabattaktion fährt. Ich mache hier nochmal zurück, 50 Euro bei einem Mindestbestellwert von 199. Fährt Aim Controllers keine Aktion, ist es normalerweise bei mir so, du kriegst die 50 Euro mit meinem Rabattcode und es muss ein Mindestbestellwert von 149 Euro sein. Es kann aber sein, dass das jetzt angepasst wurde. Also da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr den Mindestbestellwert beachtet. Ich zeige euch jetzt ganz kurz das neue Feature. Das neue Feature ist ein anderer Gaming Grip. Also es gibt hier den normalen Gaming Grip, den du hier auswählen kannst zum Beispiel. Dann bezahlst du um einige Euros mehr und es gibt diesen Pro Gamer Grip. Achso, hier unten ist er. Pro New. Hier steht es auch. New. Achtung, die Besonderheit. Wenn ihr das aktiviert, wenn ihr das nehmt, das gibt es in Blau, in Rot, in Schwarz und in Grau, da haut ihr einen ganzen Batzen. Um 95 Euro wird der ganze Spaß teurer. Achtung, ich erkläre euch warum. Es gibt diese Pro-Variante nur in Verbindung mit dem programmierbaren Pedals. Das gibt es nicht ohne. Ihr könnt theoretisch, ich mache das hier mal wieder weg, dann wären wir bei einem Grundpreis von 92 Euro. Ihr könntet jetzt hier die Pedals draufknallen. Moment, wo sind sie denn jetzt? Jetzt bin ich gerade blind. Hier sind sie. Ihr könnt die einmal unprogrammierbar nehmen. Dann heißt das, diese Pedals haben jeweils diese Tastenbelegung, wie ihr es hier seht. Oder es gibt die Remapping-Funktion. Die ist auch noch mal ein Stück weit teurer. Und da könnt ihr euch dann selber programmieren, welche Taste wo auf welches Pedal kommt. Also, wenn ihr sowieso Pedals wollt,
nehmt gleich das mit diesem Grip, bezahlt halt ein Stück weit mehr. Wenn ihr natürlich keinen Bock auf den Grip habt, dann müsst ihr halt die Standardvariante nehmen. Ich mache das jetzt Ganze mal so teuer, dass das mit dem Rabattcode funktioniert. Wir machen jetzt hier noch Smart Bumper und Smart Trigger drauf. Dann sind wir bei 258 Euro, knallen das in den Warenkorb. Und dann möchte ich euch hier nur kurz zeigen. Und Achtung, das müsst ihr auch beachten, weil, falls ihr euch gleich wundert, ihr könnt hier noch eine spezielle Versandart wählen. UPS, entweder in 2 Tagen, nachdem euer Controller fertiggestellt wurde, habt ihr es 2 Tage später oder ihr wartet auf den Standardversand. Aktuell dauert es allgemein relativ lange, weil die ordentlich am Schuften sind. Und über Corona müssen wir gar nicht erst reden. Ich gebe jetzt hier den Rabattcode ein. Hellspot 10, drücke Enter und aus 283 Euro werden auf einmal 203 Euro. Also wie gesagt, unter Vorbehalt, Stand am 29.01. sind es immer noch 80 Euro. Ich kann euch nicht erklären, warum, aber es lohnt sich vielleicht, diesen Fehler auszunutzen, um 30 Euro mehr Rabatt einzuheimsen. Lasst euch einfach mal überraschen, ob es funktioniert oder nicht. So, dann legen wir mal los. Ich bin übrigens bei dem Controller extrem gespannt. Die hatten früher ein richtig geiles Himmelblau und das gibt es nicht mehr. Und ich habe M-Controllers gefragt, ob die mit dem alten Himmelblau den Controller versehen können. Ich habe aktuell keine Ahnung, ob das funktioniert hat. So, lass los, du Luder. So, Inhalt vom Paket. Ich schiebe es mal ein bisschen höher. Dann verschiebe ich einfach nur ein bisschen hier meine Tastatur oder mein Monitor wackelt erstmal ordentlich. Was haben wir hier? Keine Ahnung, was das ist. Wir werden gleich alles einzeln auspacken. Zack, wir legen erstmal alles hier irgendwie zur Seite. Was zum Teufel ist das? Das sieht aus wie ein Mauspad. Das ist der Controller, auf den freue ich mich. Oh, das ist sehr leicht, ohne Motoren. So habe ich ihn bestellt. Zack. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir schon die Maus. Wie gesagt, Maus und alles, was jetzt hier in dem Karton noch so ist, wird definitiv verlost. Hier ist was drin, was ich nicht weiß. Wahrscheinlich eine Tasse und noch eine Tasse. Und hier ist die Tastatur. Wir nehmen das am besten mal runter und dann mache ich jeden Karton einzeln auf. So, wir fangen einfach mal mit der Maus an. Die Maus habe ich übrigens selber sehr lange benutzt. Oh Gott, also neu sieht es ja immer echt edel aus. Sehr, sehr hochwertig. Und vor allen Dingen ein sehr, sehr langes Kabel. Das hier einfach mal ein bisschen darzustellen. Das Kabel ist ultra lang und vor allen Dingen ist der USB-Anschluss extrem hochwertig und sieht sehr robust aus. Und das Kabel ist, glaube ich, ja locker über 2 Meter. Wird es wohl sein und sieht auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig aus. Hier noch 2 Tasten zusätzlich. Aber diese Maus liegt extrem cool in der Hand und kann man natürlich auch hier designtechnisch in allen möglichen Farben bedrucken, wie zum Beispiel hier. Mein PS4-Controller sieht halt einfach unwahrscheinlich genial aus. Dann haben wir hier ein Mauspad. Habe ich hier übrigens schon eine Weile liegen, kann man hier verschiedene Farben an dem Ring. Das sieht man jetzt durch meine Beleuchtung hier, dieser Ring, der ist beleuchtet. Das sieht unwahrscheinlich genial aus. Und die Mauspads gibt es einmal in so verdammt riesig oder in quadratisch. Das ist das quadratische Pad. Das ist ein bisschen kleiner, ist aber trotzdem groß genug. Hier hast du den Anschluss, noch das passende Kabel und alles ist schön. So, nächster Karton ist dieser hier. Das gute GFO-Messer. Ja, das ist eine Tasse, genau. Das ist die Tasse, ordentlich verpackt. Schön groß. Team Aim. Sieht sehr geil aus, muss ich sagen. Hochwertig. Ja, wie gesagt, wird ebenfalls verlost. Nächster Karton.
Noch eine Tatsache. Triggered. Sieht auch sehr geil aus. Sehr geil. Das ist natürlich, das zeigt hier eine Triggerfunktion von den R2 und L2 Tasten, die man mit einem Triggerstop, alles klar, ich zeige das hier mal ganz kurz, bevor ich es vielleicht nachher vergesse, hier, oder ich zeige es hier, die L2 und die R2 Taste mit 1 mm Weg, eignet sich nicht für Rennspiele, ganz wichtig, also Einzelfeuer, Bürstwaffen. Und das gibt es auch für L2 und R2, das sind quasi die Triggers und die Smart Bumper. Für L und R2 braucht man es nicht zwingend. Falls jemand mal Bock hat, den auf High-End zu konfigurieren, L und R1 muss nicht zwingend sein. So, dann haben wir hier die Gaming-Tastatur. Eigentlich könnte ich mir das sparen, weil das ist dieselbe Tastatur, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ebenfalls mega hochwertig verpackt. Hat hier auch einen richtig coolen, hochwertigen, stell doch mal scharf, einen schönen hochwertigen USB-Anschluss, vergoldet, ob das jetzt unbedingt sein muss, ist erstmal dahingestellt. Ach, das ist schön, so niegelnagelneues auszupacken, ist natürlich echt eine feine Sache. Ich werde natürlich jetzt nicht auf die Funktion der Tastatur eingehen, das sprengt einfach den Rahmen. Aber ich mag den Sound dieser Tastatur unwahrscheinlich. So, das war alles, was ich jetzt gezeigt habe, was ich definitiv verlosen werde. Und jetzt kommen wir zum Herzstück des Unboxing. Und ich hoffe sehr, dass das Babyblau und nicht das Standardblau drin ist. Achtung! Es hat geklappt. Ich raste aus. Ich raste fucking mäßig aus und ich sehe jetzt schon, ich gucke ja hier nebenbei schräg auf meinen Monitor und sehe so die Farben. Das Babyblau wirkt auf dem Video garantiert nicht so sexy wie in echt. Oh mein scheiß Gott. Aber ich sehe, das ist nicht der Gamer Grip, der es eigentlich sein sollte, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Gamer Grip sieht anders aus. Das hat dann wahrscheinlich nicht funktioniert. Okay, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das ist klar. Und hier ganz wichtig, darauf lege ich extrem Wert, ein erhöhter rechter Analogstick. Xbox-Variante, weil der eine Vertiefung hat von der PlayStation, ist das ein bisschen gewölbter, rutscht leichter ab. Und komm raus. Hier links auch Xbox Standardhöhe. Ihr seht es hier, der ist deutlich höher. Achtung, Trigger Stop 1212. Und das ist hier, das sind eben die Standard L2 und R2 Tasten. Ich zeige euch kurz den Unterschied zum High-End. Achtung. Das ist ein ganz minimaler Weg. Man hört es jetzt nicht, weil das Mikrofon zu weit weg ist. Und hier, das ist der Standardweg. Also ganz normal hier vom Standard PS5 Controller. Aber halt die Luft an, die Farbe ist unwahrscheinlich sexy. Und ich finde diese Mischung aus Babyblau und diesen Gelb sieht unwahrscheinlich geil aus. Aber ich finde es schade, dass es mit dem Gamer Grip nicht funktioniert hat. Weiß ich leider nicht warum. Möchte ich mich aber nicht weiter drum beschweren. Ich habe ihn gestellt bekommen, den Controller. Von daher, er sieht einfach geil aus. Auch hier übrigens dieses Grundgedöns hier in Blau. Diese Kombination ist einfach absolut lecker. Und ich habe diesmal Wert darauf gelegt, dass ich hier mal die Standard-Tasten so lasse, weil das einfach viel hochwertiger aussieht als dieser Orangen hier zum Beispiel. Der ist jetzt ein bisschen verstaubt, weil ich den lange nicht benutzt habe. Schwarze Tasten. Sieht unwahrscheinlich geil aus, aber ich finde eben die Tasten sehr hochwertig. Oder hier PS4-Version, auch schwarz. Wovon ich jedem abraten würde, bin ich ganz ehrlich, wem es natürlich nicht stört, wer vielleicht nicht selber seine Gameplays aufnimmt oder streamt, ich rate von diesen Metalltasten ab. Weil die, ich weiß nicht, ob man das hier hört, ich habe ja auch noch einen Entstörfilter drin, man hört es vielleicht nicht so, aber die Tasten können sehr, sehr laut sein. Hier Steuerkreuz geht,
Aber diese Bullet-Tasten sind aus Metall, die können einem ziemlich schnell auf die Nerven gehen. Aber ich muss sagen, hier diese Farbkombination, die trifft auf jeden Fall genau den Geschmack, den ich unbedingt wollte. Extrem hochwertig. Wie gesagt, das mit dem Grip, das finde ich jetzt nicht dramatisch. Aber die haben die Pedals verändert. Die Pedals haben einen anderen Grip. Ich sehe es gerade. Kann man das hier erkennen? Die sind ein bisschen lauter wieder geworden. Ja, der Grip von den Pedals hier ist anders als bei dem neuen. Das kann sein, dass der Gamer Grip vielleicht genau der Gamer Grip ist, so wie er sein soll. Das kann natürlich sein, dass der auf der Internetseite in der Optik, der sieht so ein bisschen wabenmäßig aus, gar nicht so dargestellt werden kann, wie er hier eigentlich ist. Es kann schon sein, dass das hier... Ich merke hier den Gamer Grip, den sieht man ja hier, diesen hier. Was hier dieses Schwarze mit diesen Noppen, das sieht hier genauso aus, aber der fühlt sich feiner an und angenehmer. Und auch die Pedals fühlen sich angenehmer an. Die liegen irgendwie anders in der Hand, aber ich finde es nicht dolle merklich oder irgendwie, ich würde jetzt keinen extremen Vorteil daraus irgendwie verspüren. Ansonsten sieht auch die Oberseite ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt hier noch ein Aim-Controllers Logo. Das haben wir hier nicht. Haben wir das hier? Hier haben wir das auch nicht. Ist auch mit dem Gamer Grip. Also das scheint schon das richtige Gamer Grip zu sein. Ich weiß es nicht. Also hier, falls ich das jetzt hier schlecht in die Kamera gehalten habe. Oder hier das Nonplus Ultra High Society Gerät. Hat auch dieses Logo nicht. Naja, okay. Das muss es ja jetzt auch nicht unbedingt haben. Ladies and Gentlemen, das war's von meinem Unboxing. Eine kleine Bitte. Wer selber schon mal einen Aim-Controller bestellt hat, hat den zu Hause, schickt mir gerne via Instagram, könnt ihr mir gerne folgen, mal ein Foto von eurer Kreation. Vielleicht kann man sich da das ein oder andere Meisterwerk noch abschauen für den nächsten Controller, fürs nächste Unboxing. Aber das nächste Unboxing wird wahrscheinlich irgendwann in Richtung Ende des Jahres sein, weil hinterhergeschmissen werden mir die Dinger natürlich logischerweise auch nicht, sodass ich hier alle 2-3 Monate einen neuen Controller in der Hand halte. So ist es tatsächlich nicht. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ganz wichtig, lasst mir einen Daumen für dieses Video, da würde ich mich extrem drüber freuen und haut die Kommentare voll, was ihr von dem Unboxing gehalten habt. Das war's von mir. Wir sehen uns hoffentlich auf Twitch, wie gesagt, bei der Verlosung von dem ganzen Kram demnächst. Bis auf den Controller, das bleibt mein Baby. Das möchte ich nur anmerken. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.